Hallo Freunde und willkommen zurück zu Hearthstone Arena. Im letzten Part haben wir 6-2 gemacht, also einen weiteren Win geholt. Mit einem sehr komischen und nicht so schönen Jägerdeck, was mich sehr, keine Ahnung, wundert. Ne? Noch einen Win, dann haben wir das Arena-Gold draußen. Was auch sehr cool ist, gegen einen Schamanen. Ha, Schamane sind nervig. Und die Hand, die wir haben, ist relativ bad. Und wir fangen auch noch als erstes an, was auch schon relativ bad ist. Ich hoffe, wir kriegen ein paar Zweierdrops, Eaglehornbomb, Misdirection und einen Jungle Panther. Als erstes Zug eine ziemlich schlechte Hand. Sogar eventuell sogar schon als zweites. Wäre auch schon... Oh Gott, ja, das... das schreit schon nach einem Loose. Je nachdem, was er auf der Hand hat, natürlich. Das schreit schon nach einem Loose. Okay, halt ein Wurmschnitzel. Ja, das Problem ist, ich kann nichts machen, außer... Ja, ich könnte den U spielen, aber den U will ich nicht spielen. Misdirection will ich eigentlich auch noch nicht spielen. Daher, nee, noch nicht. Misdirection hätte ich spielen können, ja, wenn er mit dem 2-1er angegriffen hätte. Aber ich gehe davon aus, dass... ich weiß nicht. Das ist irgendwie... Ja, das ist okay, weil mit dem Eaglehornbow kriege ich den weg. Und in der nächsten Runde spiele ich dann Misdirection. Höchstwahrscheinlich. Riesigen Trap könnte ich ausspielen, aber nee. Ich spiele Eaglehorn Bow und mach den auf jeden Fall weg. In der nächsten Runde werde ich wahrscheinlich ja entweder Freezing Trap oder Misdirection spielen. Auf jeden Fall eins von den beiden, um den Eaglehorn Bow auf jeden Fall zu behalten. Je nachdem. Unbound, okay. Ich denke, ich werde Misdirection spielen. Ja, ich denke, ich werde Misdirection erstmal nur spielen. Schauen wir mal. Vielleicht greift er auch gar nicht an. Kann ja auch sein. Und wenn, also je nachdem, was der Wurmschnitzel jetzt angreift. Ah, natürlich die Fresse. Das ist schlecht. Ich habe auf ihn gehofft. Aber dem war leider nicht so. Schade. Das ist schade. Was mich jetzt ein bisschen... Da ist die Stormforge X. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut für die U's. Ah, der ist natürlich jetzt ein bisschen nervig, ja. Muss man schon sagen. Freezing Trap mal wieder. Ich könnte auch eine Freezing Trap spielen und einen Harvest Golem oder Kill Command. Ich habe keinen, doch ich habe ein Beast, aber dafür fehlt mir ein Mana, um ihn dann killen zu können. Ich denke, ich werde Freezing Trap spielen, den Wurmschnitzel traden und eventuell ja, den Harvest Golem spielen. Der Us, ja. Den hätte ich auf jeden Fall gespielt, aber der hier nervt jetzt natürlich. Der nervt natürlich. Okay. Das ist an sich okay. Den kriege ich, wenn er nicht weiter gebufft wird, nächste Runde weg. Twilight Drake, 4-5er Twilight Drake, ja. Ist auch gefährlich. Oh, er tradet ihn. Okay, dann werde ich ihn mit der Stormforge X auf jeden Fall platt machen und eine weitere Freezing Trap spielen. Us, ja, ich spiele auch trotzdem den Us aus. Auch wenn er jetzt natürlich sehr spät kommt und für eine 2-1er Waffe es nicht wirklich sich lohnt, aber trotzdem, ich hoffe, dass er mit dem Twilight Drake was macht, dass er wieder auf die Hand zurückgeht. Das wäre auf jeden Fall sehr gut. Ja, das ist immer sehr gut. Dadurch, dass er jetzt auch, ich glaube, 6 kostet. Ist das schon ganz okay. Er spielt den Frostelementar. Okay, und Freeze den Us. Okay, das ist okay. Den kriege ich mit einem Kill-Command weg. Was ich auch, denke ich mal, machen werde. Ja, der ist natürlich übelst krass genervt worden, ne? Aber das ist okay. Ich werde den auf jeden Fall Kill-Commanden. Und ich behalte die 3-2er-Weapon aber. Das Problem ist, ich habe keine Karten. Der ist jetzt extrem teuer geworden, weil er genervt worden ist. Genauso wie Leeroy wurde ja auch genervt. Oh, Lightning Storm. Krass. Ja, mal wieder. Ich weiß nicht, wie oft habe ich Schamane gespielt? 5-6 Mal in der Arena jetzt. Inklusive, ohne Beta. Und ich hatte noch nie einen Lightning Storm in meiner Hand. Noch nie, noch nie in der Deckauswahl in der Arena. Noch nie.
Das ist etwas, was mich echt ein bisschen traurig macht, muss ich sagen. Machen wir das so. Ich spiele mir jetzt nicht zu viel aus. Mein Problem ist, ich bin natürlich lower als er. Er hat den Kartenvorteil mal wieder. Ich habe keine Karten zum Ziehen. Also ich habe, ja gut, ich habe den Buzzard, aber der ist extrem teuer natürlich. Und ich weiß gar nicht, ob wir noch Harrison Jones. Okay, ja gut. Nicht eine Karte. Hat sich jetzt nicht so krass gelohnt. Hätte der, hat aber glaube ich auch erst gerade gezogen. Lightning Bolt, okay. Dann würde der ihn traden, auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall dumm, wenn nicht. Außer er geht auf die volle Offensive. Nein, geht er nicht. Okay. So, wir kriegen einen Multishot. Der Multishot, der bringt uns jetzt natürlich überhaupt nichts. Das Problem ist jetzt, wenn er jetzt... ja, der müsste uns nur dreimal muss uns angreifen. In drei Runden kriegen wir den höchstwahrscheinlich nicht weg. Multishot ist an sich okay, weil vor allem jetzt ist es okay. Je nachdem, was noch kommt. Oh Gott, ja, das ist böse. Das wird auf jeden Fall, denke ich mal, verloren sein. Ja, ist es auch auf jeden Fall. Das ist eine ziemlich gute und starke Kombi, muss ich sagen. Multishot würde mich noch nicht mal wirklich helfen, muss ich sagen. Das würde mir auch rein gar nichts bringen. Das ist auf jeden Fall ein GG, aber ich guck mal, was ich noch treffen würde. Okay, nichts Großes, muss ich sagen. Und ja, das war's. Okay, wir haben ein 6. Ja, 6 Wins rausgeholt. Das ist okay. Also, das ist viel mehr, als ich gedacht habe für dieses Deck. Das ist echt krass. Das hätte ich nicht erwartet, sagen wir es mal so. Nicht mit diesem Deck, da fehlt einfach zu viel. Um mit diesem Deck großes Potenzial zu haben. Und der Hunter wurde natürlich extrem genervt auch, aber das ist jetzt, ja gut. Macht aber die Klasse jetzt nicht unbedingt sehr schlecht. Ist natürlich schlechter als sie war, aber naja, ne? Man kann ja auch nicht alles haben. Gut, das ist alles ziemlich Grab of Flare ist cool, weil ich glaube, Flare hatte ich nur einmal bisher. Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Also, haut rein!